Jubler sind höchst widerstandsfähig gegen Nah- und Fernangriffe, glaube ich, stand da. Oh, hier ist Gas, glaube ich. Nur mal das da. So, hier ist nichts. Dann gehen wir mal da runter. Oh, hier brennt's. Das ist nicht gut. Das ist doch nicht gesund. Hier haben wir ein Pillenfläschchen, da haben wir nix. Oh, eine Gasmaske. Psst. Hauptsache das Radio läuft. Weißt du, alle verbrannt, aber das Radio läuft. Das ist wie Drei-Wetter-Taft, ja. Das Radio läuft. Schloss knacken. Gucken wir mal die ganzen Schränke durch. Ich weiß natürlich noch nicht, wie ich hier weiterkomme. Eine Schaufel. Ach, hier. Ich hab's schon gesehen. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Jetzt hier hin. Oh, Siegesfleisch. Ja, wenn das kein gutes Fleisch ist, dann weiß ich auch nicht. Rohes Fleisch von einer Ratte. Das ist auch nicht schlecht. Lalala. Ah, ich bin schon da. Aha. Hier haben wir Brombeer. Fragezeichen. An Dr. Verloc, Harveth Labor. Von Alfred Southwick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo, Mutilen, Kontrollhauptquartier. Betrefft dringende Bitte um Freude. Lieber Dr. Verloc, meine Männer scheinen eine schwache Charge Freude erhalten zu haben. Sie sind nur halb so glücklich, aber benebelt wie sonst auch. Da sie folglich die doppelte Menge Freude nehmen, macht es sie zu benebelt, um zu arbeiten. Kannst du bitte möglichst bald eine Ration Freude in der üblichen Stärke schicken? Wäre Brombeer möglich? Ja. Fein. Also Blume. Hier ist ein Hebel. Ah, das erfordert Energie. Okay, dann müssen wir erst hier weiter, schätze ich. Hier haben wir nichts. Da ist noch was. Jetzt wird das Mutieren umgeleitet. Was ändert das jetzt? Jetzt können wir es wieder umleiten. Jetzt ist es wieder woanders. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich mache es einfach. Achso, oh, die drei Kabel gehen hier lang. Ich glaube, das passt. Wir haben jetzt erstmal wieder Energie. Hier haben wir endochrone Eigenschaften. Eine zweite Resublimation der Thiomutilen-Kristalle könnte die endochronen Eigenschaften verbessern. Wenn es uns wirklich gelänge, die endochronen Eigenschaften zu aktivieren, könnten wir dieselben Kristalle unbegrenzt verwenden. Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir hier bla bla bla. So, Zeug, hier überall Zeug. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Atemmaske noch brauchen. Und das können wir mal knacken hier. Ja, vorhin. Flow Main Entrance. Okay. Der hat nichts. Der hat nichts. Da ist Tee. Und noch mehr Tee. Da ist ein Stempel, den kann ich nicht aufheben. Hier haben wir noch jemanden. Da ist auch nichts. Okay. Alpi, Lutz Home, St. George, Maiden Home und Apple Home. Formulare. 10. September 1964 an Alfred Southwick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo, Mutil und Kontrollhauptquartier. Von Tricia Reeve, Abteilung für Archive, Recycling und Druckwesen, Rathaus Apple Home. Es hat uns alle sehr bestürzt, vom Unglück des Gesangsvereins zu erfahren. Ich füge zwei Kopien des Formulars A221, unerwarteter Personalraub, bei, die in dreifacher Form ausgefüllt werden müssen. Was? Sie schickt zwei zu? Achso, zwei Kopien. Okay, gut, okay. Ja, sowie eine Kopie des Formulars FIN753. Budgetanpassungsbericht der Abteilung. Die Formulare müssen ausgefüllt und innerhalb von 3 Tagen zurückgesandt werden. Mit freundlichen Grüßen, Tricia Reeve. Ja, diese Anteilnahme ist natürlich unbeschreiblich gut. Gut, hier ist glaube ich auch sonst nichts. Also, ich glaube, uns bleibt nur letztendlich zurückzugehen und diesen Hebel zu...
Now make sure there isn't a short circuit before. Fucking apprentices. They never fucking listen. Ja, das. I see, said the blind man as he picked up his hammer and saw. Das war der ultimative Praktikant. Naja, der kriegt seinen Job auf jeden Fall nicht. Okay, elektrisches. Was? Elektrisches Kunstwerk. Anjim Watt. Oder Watt. Chefingenieur von Alfred Southwick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo Motiv und Kontroll Hauptquartier. 7. September 1964, lieber Mr. Watt. Einer meiner Mitarbeiter hat aus stromführenden Elektrokabeln ein Kunstwerk erschaffen. Obwohl es den Jungs sehr gut gefällt, stellt es eine Gefahr dar. Der Tenor unseres Tunnelrattenquartetts erlitt heute Morgen einen Stromschlag. Wir kommen an der Skulptur nicht vorbei, um den Rest der Anlage sicher zu erreichen. Wärst du so nett, das Stromversorgungsnetz für den Sektor kurz auszustellen, bis ich das Kunstwerk entfernt habe? Alles klar, also er hier scheint Probleme damit gehabt zu haben. Wo war denn dieser blöde Hebel? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der war weiter da hinten. Der war, glaube ich, hier, ne? Ja, aber hallo, und wie komme ich da jetzt durch? Erstmal looten. Aufzugknopf drücken. Ja, scheiße. Der Strom ist an. Das ist natürlich sehr... Ja, ja, ist nichts passiert. Alles gut. Das nichts. Was? Siegestag. An alle Mitarbeiter von Alfred Southwick, Abteilungsleiter Elektroanlage St. Elmo. 29. September 1964. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass gewisse Mitarbeiter stromführende Kabel als Siegestag Wunderkerzen benutzen. Ich möchte daran erinnern, dass der Siegestag erst in einigen Monaten stattfindet. Zudem sind diese Wunderkerzen ein Sicherheitsrisiko. Da wir gerade beim Thema Sicherheitsrisiko sind, wäre es an der Reihe, die Regenkübel zu entleeren. Ich habe am Dienstag 4 gesehen, die übergelaufen sind. Bitte lass das nicht nochmal vorkommen. A. S. Ja. Das ist wie Weihnachtsartikel im Laden. Ich denke mal, einmal kann ich noch durchlaufen, ohne dass ich mich heilen muss. Aber es ist echt ätzend. Ja, sag ich ja. Einmal geht's noch. Jetzt muss ich mich aber heilen. Nur das erste Hilfeset. Zack, bam. Und, ach, jetzt ist der Strom ausgegangen. Ihn kann ich nicht looten. Alles klar. Oh, hier ist Waschbecken. Das heißt, hier gibt es Medizinschränke und Toiletten und ein Gummientchen. Und okay, passt, passt, passt. Ach, ich glaube, wir könnten übrigens die Maske wieder ausziehen. Nein. Jetzt hier ausziehen. Ein Münztelefon. Das können wir ja mal öffnen. Jetzt, wo es mal keiner sieht. Ein bisschen Geld. So. Jetzt haben wir hier noch was. Da müssen wir auch das Schloss knacken. Oh, Dietrich ist kaputt gegangen. Ja, super. Das freut mich. Leckere Muffins. Falsche Taste. Jetzt. Leckere Muffins. An alle, die es betrifft. Von Tommy Flanders, Schichtleiter Einheit 9. Wir hatten einen kleinen Unfall. Henriette hat Muffins für den Kuchenbazar gepackt. Aber versehentlich Mandelgas zum Aromatisieren verwendet. Sie ist nun auf Urlaub und ich habe meiner Belegschaft bis auf weiteres freigegeben. Esst vorerst keine Muffins und betretet Sektor 3 nicht ohne Gasmaske. Bis dann, Tommy. She accidentally poisoned the muffins. Even on joy people aren't that stupid. Unless there's something wrong with the joy. Naja, Leute sind auch ohne das so dumm. Muss ja nur mal so ein bisschen rumgucken. Okay, sonst haben wir hier jetzt nicht viel. Hier ist noch eine Tür. Oh Gott. Was ist das Ziel? Ah ne, okay, ich kann hier auch nichts machen. Ach, zum Glück. Ich dachte schon, das ist wieder ein Rätsel oder so. Schauen wir mal. Warte mal, hier kam ich her, da war ich drin, okay, hier runter. I've always wanted to drive one of those things. They sort of look like tea kettles, don't they? How have I not noticed them? Es steht hier Mrs. Chippy Park.
Okay. Da kam gerade irgendein Geräusch, ich wusste nicht, was es ist. Egal, das ist meins. Das ist auch meins. Das ist meins. Mehr ist hier gar nicht. Wow, hast einen tollen Platz, mein Freund. Meine Freundin. So, hier lang, da lang. Nicht, dass ich die Auswahl hätte. Öffnen und raus. Hier ist nichts. Nee, hier ist nicht so. Was? This way to Jubilator. Haku. Caution. High-speed Jubilators look both ways. Okay, irgendwas High-speed-mäßiges. Das ist nicht gut. Das uns trifft. Bestimmt. Also ich gehe davon aus. Oh, da ist irgendein Büro. Kommen wir da hin? Von hier? Oder... Also ich kann die Fenster nicht aufmachen. Warte mal. Ja, das hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Hier ist ein Hebel, den ich nicht benutzen kann. Hier geht das Kabel lang, aber das hört hier auch auf. Irgendwie. Müssen wir hier irgendwas machen? Nee, ich kann hier nichts benutzen. Das hier kann ich jetzt mal benutzen. Das ist ja zumindest mal ein Anfang. Den Hebel nicht. Okay, das geht nicht. Ich muss da oben lang. Er hat nur den Sprung leider nicht geschafft eben. Jetzt hat das. Was ist das? Ach, Werkzeugkiste. Ja, klar. So, da rein. Und da geht's weiter. Ah, jetzt sind wir hier im Büro. Sehr gut. Was? Schlechte Freude chargen. Okay. An Dr. Anton Verloc, Harvard Labor. Von Tommy Flanders, Schichtleiter Einheit 9, 29. September 1964. Danke für deine Antwort zu meinem Brief über die schlechten Freunde, Jargen. Ich bin dir für dein Angebot dankbar, aber wenn ich jeden Angestellten, der ein Problem mit der jüngsten Charge Freude hat, für eine experimentelle Behandlung nach Haverth entsende, wird mein ganzes verdammtes Personal an dein Tor klopfen. Ich hoffe, du hast einen Plan B. Hochachtungsvoll Tommy Flanders. The joy's going bad. That'll drive the entire town crazy. Ja, das ist auch üblich. Jetzt, das wollte ich. So, Sovereign, hier geht nichts. Hier ist ein Rad zum Drehen. Schreibtisch, oh. Formellanpassung. 9. September 1964 an Alfred Southwick. Ich lasse den Rest mal weg, weil, ne? Von Dr. Mead E. Verloc, Leiter Forschung und Produktion Haverth Labor. Lieber Mr. Southwick, danke für die jüngste Notiz. Leider haben wir ein vorübergehendes Problem, während wir die Freudeformel geringfügig anpassen, um ein paar neue Materialien zu nutzen. Es kann vorerst nicht schaden, wenn sie ihre Dosis erhöhen, oder? Je mehr, desto besser. Adjusting the formula. New materials. Well, that sounds encouraging. Ja, das... When people sound encouraging in Wellington, well, something terrible is usually happening. Ja, ist auch normal. Was Neues ist nie gut. Also, generell wird es erstmal abgelehnt, dass darauf würde ich hinaus. Nicht, dass es nicht gut wäre. So, das drehen wir hier mal. I have a feeling there's not supposed to be quite so many red lights on this board. Ach Gott. Was soll das denn bedeuten? Okay, wir haben die Beweise gesammelt, können jetzt aber leider, glaube ich, nicht so viel machen, oder? Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Den Strom einschalten habe ich gemacht, wenn das kein Beweis ist. Und das war der Weg zurück. Maybe I'll be safer in the Jubilator. In the Jubilator. Ja, wir müssen erstmal das da ziehen. Und dann geht's hier lang, schätze ich mal. Genau, lass mich da jetzt rein. Genau.